Liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Straßenmeisterei-Simulator auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Der Straßenmeisterei-Simulator wurde heute am 7. April 2022 für die Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series XS veröffentlicht. Das Spiel kostet für den PC 24,95 € und für die Konsolen 29,99 €. Entwickelt wurde der Straßenmeisterei-Simulator vom deutschen Entwickler Caipirinha Games aus Altenholz in der Nähe von Kiel und das Ganze wird gepublished von Aerosoft. Und ja, Caipirinha Games, den Entwickler, den kennen ja vielleicht einige von euch, unter anderem von Spielen wie Urlaubsflugsimulator oder City Patrol Police. Und ich bin sehr gespannt, wie sich hier der Straßenmeisterei-Simulator spielen lässt. Und ich freue mich auf dieses Spiel. Ich finde das Tätigkeitsfeld hier sehr interessant. Man hat hier, naja, die Straßenmeisterei mit dem Straßenbau vereinigt. Das sind eigentlich, glaube ich, soweit ich weiß, zwei getrennte Bereiche. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt und ich würde sagen, da starten wir einfach mal das Spiel. Ihr seht, ich habe es mal ein bisschen angespielt. Wir wollen natürlich ein neues Spiel starten und wenn wir das machen, da gehen unsere Fortschritte verloren. Ist mir jetzt aber egal. Ja, wie gesagt, das Spiel hat unter anderem eine Map, auf der wir hier unterwegs sind, eine Karte, auf der wir uns auch frei bewegen können. Und wir können auch, wie ihr gleich sehen werdet, auch die Fahrzeuge verlassen und uns auch außerhalb der Fahrzeuge bewegen. Das Spiel hat sogar, soweit ich weiß, Fördermittel vom Bundesministerium für Infrastruktur und Digi oder für Verkehr und digitale Infrastruktur bekommen. Und ja, ist erstmals auf der ja, Next Sim 2021 vorgestellt worden. Und hier sehen wir befinden uns jetzt hier im Betriebshof. Hier sehen wir viele Materialien. Da hinten sind schon die ersten Fahrzeuge zu sehen. Und hier, das scheint so unsere Zentrale zu sein. Hier können wir anscheinend unsere Aufträge abholen. So, dann gehen wir doch einfach mal hin und machen das Ganze mit der linken Maustaste. So, Fahrbahn markieren können wir nehmen. Also wir können uns anscheinend hier die Aufträge aufsuchen. Hier seht ihr auch unsere Map. Die ist ja überschaubar auf jeden Fall. Fahrbahn markieren. Ich würde sagen, ich würde eher mal was Einfaches spielen wollen. Bäume schneiden? Nein. Aber das kann man ja später nochmal so. Leitplanken richten? Nö. Schutzplanken wechseln? Na, das dauert mir auch zu lange. Straße asphaltieren. Wie gesagt, das ist eigentlich ein Bereich für Straßenbau. Schutzplanken reinigen? Okay. Arbeitsbereich sichern. Genau, das habe ich auch mal angespielt. Also, deine heutige Aufgabe betrifft die Arbeitssicherheit, denn die ist sehr wichtig für die Bauarbeiter. An der Landstraße müssen Arbeiten ausgeführt werden und wir kümmern uns um das Absperren der Straße. Also los, hole das Fahrzeug mit Warnleitaufsatz aus der Halle und belade es mit den notwendigen Materialien. Parke das Fahrzeug dann so, dass man den Warnhinweis sehen kann, bevor du die Absperrung aufbaust. Stelle als erstes die Ampeln auf. Diese stehen zunächst dauerhaft auf Rot, damit der Verkehr gestoppt wird und du in Ruhe den Rest aufbauen kannst. Ach ja, deine Kollegen haben dir ein Fahrzeug zum Zurückfahren dort geparkt. Ach, das ist ja sehr lieb. Die nehmen wir die Mission, die klingt für den Anfang relativ einfach. Dann sehen wir jetzt auf der linken Seite hier unsere Aufträge. Also, wir sollen das Fahrzeug mit Warnleitsystem nehmen. So, das scheint da vorne in der Garage zu stehen und dann zum Materiallager fahren und die Ladeklappe öffnen. Das sind die ersten Aufträge, die wir jetzt hier haben. Ach, hier müssen wir auf den Schalter drücken, die Tore öffnen. Und das ist dieses Fahrzeug hier. Und ihr seht, das Fahrzeug hat ja sogar eine Lizenz von MAN bekommen. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Warnleitfahrzeuge, die habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen, Landstraße oder auf der Autobahn, die dich auf die linke oder rechte Spur leiten oder eben dann später mit dem X hier die Spuren dann sperren. Also das hat sicherlich jeder, der mal auf einer Autobahn unterwegs war, gesehen. So, also einsteigen. So, starten, Handbremse lösen und dann geht's los zum Materiallager. Das ist da vorne. Da sollen wir das Fahrzeug dann parken. Also die Fahrzeuge hier lassen sich auch sehr gut mit Tastatur steuern, muss ich sagen. Also das ist halt ein Spiel, was eben ganz gut auch mit Tastatur gespielt werden kann. So, und wenn wir mit F aussteigen, dann wird das Fahrzeug auch automatisch abgeschalten. Das ist auch schon mal gut, dass wir das nicht jedes Mal abrüsten müssen. So, öffnen die Ladeklappe. Wunderbar. Und dann sollen wir 10 Bakenfüße auf, 10 Baken aufladen und lade 2 mobile Ampelfüße auf. Okay, Bakenfüße haben wir hier. Haben wir schon den ersten genommen. Also, nein, rein damit.
Und dann nehmen wir den nächsten. Und den werden wir auch einladen. So. Und dann den nächsten. Und dann laden wir den auch ein. Und man kann, glaube ich, das hier sogar, wird man irgendwann gefragt, wenn man jetzt nicht alles selber einladen möchte, ob man den nicht doch, okay, da müssen wir nur an, da müssen wir nur so weit gehen, bis wir dieses grüne Feld sehen. So, okay. So, hier werden wir zum Beispiel gefragt, sollen die restlichen Gegenstände automatisch aufgeladen werden? Nein, das will ich natürlich nicht. Wir machen das heute mal selber, damit ihr das auch mal gesehen habt. Und da werden wir diese Füße eben heute noch mal selbst aufladen. So, okay. Also nächster. So, rauf damit. Muss also der grüne Kreis, muss das nur so. Nächster. Bin schon beim sechsten, glaube ich, angekommen. Rauf. So. Und auch das laden wir auf. Fühlt sich doch langsam. So, den nehmen wir noch mit. Aber wenn wir 20, 30 oder was hier aufladen müssen, das scheint ja so 20, 30 hier zu sein, dann würde ich das aber auch nutzen wollen mit diesem automatischen. Also ihr müsst hier nur, glaube ich, das mittlere anklicken, oder? So, also okay, die Füße sind aufgeladen. Jetzt nehmen wir hier die Barken. So, darauf. Wir können gut zielen, gut werfen und gut zielen. So, ja, das auf jeden Fall. Und das Fahrzeug füllt sich. So. So, 4. So, die 5. So, und hier fragt er auch wieder automatisch. Nee, wie gesagt, wollen wir nicht machen. Denn wir wollen ja noch die Ampel. Wir müssen auch ein bisschen wissen, wo alles liegt. Von daher machen wir das heute erstmal selber. Und ihr seht auch, dass es ein relativ großer Betriebshof ist. So, also, dann haben wir hier die Nummer 8. Die Nummer 9. Und schließlich die... die Nummer 10, die wir auch noch einladen können. Und dann brauchen wir noch die Ampelfüße. Das sind diese hier. Und da brauchen wir natürlich noch die Ampeln dazu, ist logisch. So. Aber finde ich auch toll, wem das zu langweilig ist mit dem ganzen Kram aufladen, kann sofort eben veranlassen, dass das automatisch geladen wird. Also es ist wirklich für jeden was dabei, der sich eben für dieses, sag ich mal, diesen Tätigkeitsbereich hier der Straßenmeisterei und des Straßenbaus interessiert, der hat halt auch einen kleinen, wenn auch einfachen Einblick in dieses Spiel und dass man eben so solche Passagen wie einladen auch eben überspringen kann. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine tolle Sache. So, jetzt ist alles eingeladen, dann schließen wir die Ladekappe und können uns gleich hier mit unserem Fahrzeug eben Richtung Einsatzort begeben. So, dann steigen wir jetzt in unser Fahrzeug ein und müssen das Fahrzeug erstmal anlassen und können uns dann laden. Ach so, halt, Moment! Moment, da habe ich nicht richtig geguckt. Wir müssen natürlich noch die Schubkarre mitnehmen, die werden wir brauchen. So, kann ich die trotzdem so einladen? Ja. Na, okay. Gut. So, jetzt aber. Ist alles drin? Ja, jetzt sollen wir zum Einsatzort fahren. Also, so, jetzt geht's los. Auf geht's zur Landstraße, Einsatzort. Hier ist der Ausgang, okay. Und dann müssen wir dann hier... So, okay. Wir müssen hier noch erstmal das Tor aufmachen. So. Ich hoffe, das macht nach uns jemand zu. Da müssen wir das Fahrzeug wieder anlassen. Das ist der Nachteil, wenn das automatisch ausgeht. Jetzt muss man nach links. Und dann geht es ab zum Einsatzort. Also auch relativ geringer Einschlagwinkel hier beim Lenkrad. Schnell dürfen wir eigentlich fahren mit dem Fahrzeug, wenn wir da beladen sind. Ich glaube 80, oder? Und hier ist schon der Einsatzort, okay. Das ist ja wirklich gleich vor der Haustür. Und hier, also das Fahrzeug soll in Fahrtrichtung geparkt werden. Da kommen wir ja genau richtig an. So, dann muss das eingeschalten werden. Da müssen wir nur die Pfeiltaste drücken und können dann aussteigen. Wir gucken mal, ob das Ganze auch richtig eingeschalten wurde, so wie es sein soll. Oh, hier ist der linke Blinker jetzt an. Okay, ne, der geht nicht automatisch aus. Okay.
Naja, dann ist es halt so. So, ja, der Pfeil nach links ist richtig eingeschalten. Gut, damit können wir anfangen, das Ganze hier wieder auszuladen, was wir jetzt mitgenommen haben. Die Schubkarre brauchen wir so. Und die brauchen wir hier. Die stellen wir jetzt einfach mal ab. Und ich gebe zu, im ersten Versuch habe ich nicht wirklich weit gedacht, denn habe jedes einzelne Stück hier weiter geschafft. So, Moment. Die Ampelfüße müssen wir zuerst machen. Das machen wir aber so per Hand. Da kommt die eine nämlich hier hin. Da wird es auch automatisch schon richtig platziert. So, wo ist denn der zweite? Da hinten, ne? Oh ne, das ist jetzt verkehrt eigentlich. Aber gut, das können wir dann hier drauf platzieren. Das dürfen, müssen wir aber da hinten richtig den Ampelfuß platzieren. Genau, den brauchen wir nämlich. Und der ist da vorne. Den schaffen wir jetzt aber so da hinten hin. Nicht mit der Schubkarre. Da warten aber automatisch trotzdem schon die ersten Autos, weil sie gerade sehen, dass hier gerade was im Gange ist. So, und hier, da vorne ist ein Schild Richtung Autobahn. Es gibt ja natürlich Landstraße, Bundesstraße und Autobahn. Das ist schon dann, ja, von der Hiroshida-Straße natürlich ein Unterschied. Aber ich meine auch ein Stück weit von der Instandhaltung her ist das auch schon ein kleiner Unterschied. So, mit der Ampel selber in der Hand können wir nicht so schnell laufen. Die scheint natürlich ein bisschen schwer zu sein. Hier steht auch der Pritschenwagen, den wir dann zum Zurückfahren nehmen können. Muss jetzt eigentlich nicht sein, weil ist ja so weit. So ein kurzer Weg, aber ich glaube, wir müssen den nehmen, dass die Mission so geskriptet ist. So, die Ampeln stehen und jetzt seht ihr jetzt hier, jetzt sollen hier schon die Barken aufgestellt werden. Also, ab zur Schubkarre. Die Frage ist, kann ich jetzt hier gleich alles einladen? Eins, zwei, drei. Wie viel passt rein? Drei Stück passen. Okay, na, da müssen wir auch. Okay. So, ja, was machen wir jetzt mit der? Okay, Moment, kann ich die hier. Hä? Okay, also. Muss man auch erstmal wissen, wie viel da wirklich reinpasst. So, da platzieren wir die natürlich auf dem kürzesten Weg. Schubkarre nehmen. Ah ne, warte, okay. Achso, die Schubkarre nehmen wir ja mit E. Okay, gut. Gut, dann sparen wir uns nämlich Weg. Ich habe das im ersten Versuch nämlich zu spät bemerkt, dass wir ja die Schubkarre dabei haben und dann jedes schöne Einzelne hier platziert. Das ist natürlich ein enormer Zeitaufwand. Dann fangen wir gleich hinten an. So, Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. So, dann mit E mit der Schubkarre wieder zurück. So, da holen wir uns gleich die nächsten 3. Immer schön rennen, mein Guter. Ist gut für die Fitness. So. Ach, da müssen wir jetzt noch darüber, oder wie? Okay. So, und damit ist die Schubkarre voll. Und es geht zu dem nächsten. Wir könnten natürlich auch erstmal so die Barken aufstellen. Aber ich glaube, das ist egal, in welcher Reihenfolge man das Ganze hier macht. So. Müssen wir erstmal nicht mehr so weit hinter. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. So. Und dann holen wir die letzten 3 Stück, die wir brauchen. Also 3 Touren, die wir jetzt hier gehen müssen. So, eins, rein, rein, rein. Oh, so einmal das Auto kaputt gemacht. Bestimmt ein paar Kratzer und ein Gebäude drin jetzt. Keine Ahnung, ob es hier Schadensmodelle gibt an dem Fahrzeug. Ich glaube es aber nicht, weil es ja nicht um Fahrzeuginstandhaltung geht, sondern eher darum hier. Um das Tätigkeit der Straße. So, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang des Videos schon mal erwähnt. Man hat hier Straßenmeisterei und Straßenbau so ein bisschen vereinigt. Denn Straßenmeisterei, das sind eben genau die Tätigkeiten, wo Bäume, wo eben Bäume gefällt werden und eben. Ah, okay, aber ich kann den. Wisst ihr was Komisches? Wenn ich hier einen zu viel nehme, ich kann den auch nicht mehr zurücklegen. Ich muss den dann wirklich per Hand platzieren. So, Nummer 1. Also man kann von jedem nur 3 Sachen. Denn Straßenbau und Straßenmeisterei, das sind ja eigentlich getrennte Bereiche. Straßenbau, die machen halt sowas wie Asphaltieren, Löcher stopfen und so weiter. Und Straßenmeisterei, die machen halt eben sowas, was ja auch die meiste Tätigkeit ist. Eben sowas wie so eine Dinge wie
eben Leitplanken auswechseln, Bäume schneiden da, oder die Mäharbeiten. Habt ihr sicherlich auch mal gehört im Verkehrsfunk. So. Also das sind da eigentlich getrennte Bereiche. Man hat das sicherlich hier vereinigt, um einfach für noch mehr Abwechslung zu sorgen. So, jetzt geht's zurück. Also ich finde es auch toll, dass das Spiel auch eben für die Konsolen erhältlich ist. Dort hat ja, da kommt, werden ja jetzt auch immer mehr Simulatoren für diesen Bereich aktuell entwickelt. Okay, das müssen wir da drüben weitermachen. Dann müssen wir nämlich da drüben wieder die nächste. So, weiter geht's. Die mittleren drei und dann holen wir schon die letzten drei und dann ist ja fast diese Mission schon abgeschlossen. Da sollen wir dann wahrscheinlich nur noch zurückfahren, schätze ich jetzt mal. So, einmal hier hin. Und ja, immer schön Screenshot machen. Nicht vergessen, Nummer 2. So, und die Nummer 3. Und dann geht es noch wieder zurück. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir uns hier irgendwas freispielen können oder selber das Unternehmen aufbauen, aber ich glaube fast nicht. Ich glaube, das ist einfach eher, um dieses Berufsfeld hier kennenzulernen. So, hier. Ampel zeigt Dauerrot, also die müssen ja so lange warten, bis wir hier fertig aufgebaut haben. So, eins, aber die sind gleich erlöst, die armen Autofahrer. Ja, ich komme ja immer versehentlich auf dieses Laderampe, aber jetzt haben wir es gepackt. So, also weiter geht's. Die letzten drei Baken und dann sind wir fertig. So, perfekto. Perfekt. So, eins, zwei und die Nummer 3. Und damit haben wir das abgeschlossen. Da soll die Schubkarre aufgeladen werden. So, dann machen wir hier noch zu. Und dann sollen wir. So, ihr seht, jetzt funktionieren auch die Ampeln. Ihr seht, die Ampeln funktionieren wunderbar. Ja, ist doch gut, Mann. So, jetzt müsstet ihr ja doch gleich umschalten. Jetzt schaltet die um. Also schöne Ampelfunktion auf jeden Fall. Das klappt. Was hupen die denn? Haben die keinen Bock auf Baustellen? Aber es kann durchaus sein. Gut, und dann sollen wir jetzt hier zu dem Fahrzeug geben. Fahrzeug ohne Leitsystem. Das ist hier. Steigen wir mal ein. Und dann parke das Fahrzeug an seinem Platz. Ach, jetzt sehe ich gerade die Mausgeschwindigkeit. Ich hoffe, das war ich jetzt nicht zu schnell. So, dann müssen wir einmal die Handbremse lösen. Und dann müssen wir sogar an unserer eigens aufgestellten Ampel jetzt warten. Wisst ihr was, wir drängen uns, das macht man eigentlich nicht, aber wir drängen uns jetzt einfach mal so ein bisschen vor. Da jetzt könnten sie mal, hätten sie mal das Recht zu hupen. So, dann müssen wir mal gucken. Gucken wir doch gleich mal, ob unsere eigene aufgestellte Ampel auch wirklich funktioniert. Aber ich habe sie ganz gut funktioniert, so wie wir das gesehen haben. Und dann fahren wir das nach Hause. Jetzt, ja, Junge, jetzt mach mal einen ruhigen da hinten. Sonst lege ich mal einen Rückwärtsgang ein. Und dann brauchst du nicht mehr hupen, weil dann kommst du heute nicht mehr vom Fleck. So was Unruhiges. Einfach mal 5 Minuten eher, weil oftmals stehen ja solche Bauarbeiten, gerade längere Geschichten, die stehen ja oftmals auch dann in Zeitschriften oder im Internet ist das zu finden. So. Okay, ist wirklich das Tor offen geblieben. Krass. So, wo sollen wir den denn abstellen? Ach, da! Okay, da wo wir rein sind. Oh, soll ich jetzt hier rückwärts rein? Ah, ich mach das. Nee. Hier soll der rein. Okay, alles klar. Also jedes Fahrzeug hat seinen festen Platz. So, okay. Dann machen wir das einfach mal auf. So. Dann muss das Fahrzeug dann da drin geparkt werden. Na dann, zurücksetzen am besten. Na, das kann ich auch nicht so wirklich gut. Okay, also dann dafür schummel ich ein bisschen und nehme die Außenansicht. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Das hat den Vorteil, wenn man so eine etwas einfache Steuerung. Das reicht schon. Das würde im Prinzip schon reichen. So, super. Na, vielleicht hat man doch Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Und da kriegen wir eine Steam-Errungenschaft. So, das heißt, wir sind fertig. Und machen hier mal zu.
Und das andere Tor ist auch noch offen geblieben, was er aufgemacht hat. Also okay, man muss ja auch dran denken, die Tore wieder zuzumachen. Und da können wir uns jetzt schon den nächsten Auftrag holen. Aber das machen wir natürlich erst im nächsten Video. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit am Start seid. Was ist eure Meinung zum Straßenmeisterei-Simulator? Habt ihr euch das Spiel gekauft? Seid ihr zufrieden mit dem Spiel? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Bis dahin, euer Felix, der Weise.